Begrüßt bitte mit mir Niki Bra, Nikita Udovicheko. Servus zusammen. Einmal danke direkt an Ruben und an sein Team. Mega krass, was zu organisieren. Aber auch was im Hintergrund abging, der ganze Service, wie sich vom ganzen Team sich gekümmert wurde, wie professionell das Ganze ablief. Einfach super vom ganzen Team und von Ruben. Also einmal bitte Applaus an Ruben, sein Team. Mega krasser Service, mega krasse Organisation. So, worum geht's heute? Viele haben mich gefragt, ja, worüber machst du deinen Vortrag? Ist vegan schlecht? Eisbaden schlecht? Worum geht's? Nicht jeder von euch ist vegan, hoffentlich, betrifft also nicht jeden. Deswegen kommt heute ein Thema, was wirklich jeden betrifft. Ob Multimillionär, Kameramann, Moderator, Putzkraft, Security, das spielt keine Rolle. Das Thema heute betrifft wirklich jeden, und der gesund bleiben will, der das Maximum aus sich rausholen will. Und seid also gespannt. Wie manche mitbekommen haben, letztes Jahr, vor praktisch 1,5 Jahren, war ich in der Antarktis und habe da einen Weltrekord aufgestellt. Ich war auf dem höchsten Berg der Antarktis und das war mein allererster Berg. Und davor hat nie sowas jemand gemacht. Und bevor man in die Berge geht, muss man eine wichtige Sache machen. Wie zum Beispiel, einige von euch wissen, ich war mit Raoul Plickert auf dem Kilimanjaro vor kurzem. Ich habe dem Raoul gesagt, pass auf, du musst zum Arzt gehen, du musst deinen Körper kontrollieren lassen, musst mehrere Parameter rausfinden. Aus welchem Grund? Weil stellt euch vor, geht gerade hoch, weil ihr seid Camp 3 oder irgendwo High Camp, also ist schon schwierig, in die Zivilisation mal eben kurz zurückzukehren. Und jetzt stellt euch vor, ihr kriegt irgendein gesundheitliches Problem, Nierenstein bewegt sich, ihr habt Schmerzen und dann ist es sehr, sehr schwierig, euch zu evakuieren. Und so kommen viele Leute tatsächlich dort ums Leben. Also Bergsteigen ist, wenn nicht das gefährlichste Hobby oder die gefährlichste Sportart mit den meisten Todesfällen, die es gibt. Dementsprechend zum Beispiel Raoul habe ich dann zum Arzt geschickt, habe die Werte bekommen, Analyse, damit eben sowas nicht passiert. Solche Berge, das kann wie ein Symbol oder eine Metapher für euch sein, weil beim Bergsteigen, ihr habt die Spitze, ihr müsst da hochgehen und im Business oder in euren Hobbys oder was auch immer ihr gerne macht und wo ihr Ziele erreichen wollt, das ist eure persönliche Bergspitze quasi. Was kann euch aufhalten, dorthin zu kommen, sind irgendwelche persönlichen Gründe vielleicht, irgendwelche Mindset-Aspekte, die ich davon abhalten, aber auch vor allem heutzutage immer öfter und öfter irgendwelche gesundheitlichen Wehwehchen. Jetzt stellt euch vor, ihr seid jetzt vielleicht keine Bergsteiger, aber ihr seht eure Spitze und eure Spitze wählt ihr euch selber, was auch immer es ist dann persönlich. Wenn ihr Unternehmer seid, okay, meine Bergspitze ist dann jetzt der goldene Anschlag, 100.000, 10.000, 250.000, 1 Million, wie viel auch immer. Und das ist halt eure persönliche Spitze. Und jetzt stellt euch vor, symbolisch, ihr geht da gerade hoch und auf dem Weg bekommt ihr irgendwelche Probleme, die verhindern, dass ihr an die Spitze kommt. Dementsprechend ist es wichtig, und darum geht es heute, sich eben vorzubereiten und smart mit seiner Gesundheit umzugehen, damit man eben nicht irgendwo in den Bergen gefangen ist. Also symbolisch, dass ihr nicht auf dem Weg zu euren 100.000 oder wie viel auch immer ihr euch als Ziel setzt oder vielleicht auch in irgendeinem Hobby, wo ihr in irgendeiner Sportart gut sein wollt, dass ihr nicht auf dem Weg zur Spitze stehen bleibt oder irgendwelche Probleme bekommt, unnötigerweise. So, direkt das erste Handhebespiel für heute. Wer von euch, das würde mich jetzt interessieren, ehrlich, hat schon jemals Blutwerte abgegeben beim Arzt? Jemals, egal aus welchen Gründen auch immer. Ja, sehr viele schon hier in diesem Raum, weil, naja, viele Leute, mit denen arbeite ich zusammen. Aber das ist schon mal sehr gut, weil wenn man so auf der Straße fragen würde, wären es deutlich weniger. Und mit solcher Analyse von gesundheitlichen Parametern kann man prophylaktisch
schon viele Probleme im Vorhinein beheben, wenn man sie im Anfangsstadium sieht. Und das ist Kern des Ganzen. Als Beispiel, ich habe einen Kunden, der ist hier irgendwo in der Audience, Stefan Jensch, einmal Hand hoch, da ist er. Der war früher vegan, der kam zu mir und der meinte, okay, ich habe ein paar Problemchen, aber ich kann das so mindset-technisch nicht, ich habe zu viele Dokus geguckt. Weißt du, Stefan, du bist nicht der Einzige, wir machen eine kleine Sache, ich schicke dich zu Blutwerten, es kommt zurück und dann schauen wir mal, was wirklich in deinem Körper abgeht. Und das ist meistens auch, wo sich Zahnräder im Hirn von Menschen anfangen zu drehen, wenn die wirklich schwarz auf weiß sehen, wenn da irgendwas schief ist, dann fangen die Leute erst an zu handeln. So, und Stefan, wie gesagt, war Veganer mit schlechten Blutwerten und später hat sich das alles wieder hingebogen und alles ist gesund geworden. Stefan, mega Transformation, die ich noch nie gepostet habe, aber könnt ihr selber Stefan mal später fragen. Das ist also ein gutes Beispiel, weil sobald man schwarz auf weiß wirklich Probleme sieht, fangen die meisten Leute erst an zu handeln. Aber meine Empfehlung an euch ist, die konkrete Empfehlung kommt später, aber ihr müsst jetzt schon mal mitnehmen, dass ihr müsst euch testen lassen. Ja, und das betrifft jeden, ob der jetzt Multimillionär, Unternehmer, werdender Unternehmer, Kameramann, Putzkraft, Security, das ist egal. Unsere Gesundheit kennt keine Geringverdiener, Multimillionäre, was auch immer. Gesundheit ist Gesundheit und man muss das überprüfen. So, und in Blutwerten kann man halt natürlich direkt erkennen, ja, wo sind die Probleme und kann gezielt darauf eingehen und halt dann nach und nach immer weiter überprüfen. Das ist Sinn der Sache. Da kann man also gezielt schauen, wo die Baustellen sind und kann gezielt dann auf die Probleme eingehen. Nur das Problem ist natürlich, wenn ihr es nicht überprüft, und das ist nämlich dann egal, ob ihr Veganer seid, Nicht-Veganer, Eisbader, Nicht-Eisbader, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ihr das nicht überprüft, dann wisst ihr nicht, was in eurem Körper abgeht. Bedeutet, wie der Autofahrer gerade, der blind Auto fährt, sowas würde er nie jemals machen. Ja, und viele machen das leider mit ihrer Gesundheit, dass sie gar nichts überprüfen und auch erst dann reagieren, wenn schon irgendwas an die Wasseroberfläche kommt. Und das ist absolut unnötig, weil mit korrekter Überprüfung kann man schon über 90% der Probleme praktisch verhindern, dass sie überhaupt kommen. Früher oder später, ne, wir werden alle älter, irgendwann kommt mal was, aber man kann sowas definitiv verzögern bzw. vieles im Vorhinein schon eliminieren. Deswegen, mein Motto ist immer, da sage ich immer allen, Prophylaxe ist günstiger als Therapie. Bedeutet, wie ich schon gesagt habe, die meisten Leute reagieren erst, wenn es schon da ist. Nicht zu spät unbedingt, aber wenn es schon da ist, wo man jetzt viel Geld und Energie auf ein Problem draufschmeißen muss, um das zu beheben. Natürlich, da sind viele Sorgen, wie bei dem Beispiel, ja, ihr geht einen Berg hoch und dann bewegt sich ein Nierenstein, ihr könnt euch kaum bewegen. Draußen sind es minus 70 Grad, muss nicht sein sowas. Oder, wie auch hier wieder gesagt, im Business, ihr habt viel Verantwortung gegenüber eurer Familie, euch selbst, Mitarbeitern, euren Kunden. Und dann habt ihr irgendein gesundheitliches Problem, was verhindert, dass ihr überhaupt vernünftige Arbeit leisten könnt. Das muss nicht sein. Deswegen Prophylaxe ist günstiger als Therapie, weil meistens ist es viel, viel, viel günstiger, eben im Vorhinein die ganzen Sachen zu klären, ja, das Ganze zu überprüfen, überwachen, als wenn es schon da ist, weil dann muss man nämlich viel Sorgen, Energie und Geld auf das Problem schmeißen. So, wie gehen wir praktisch dabei vor? Weil heutzutage, wenn man zum Arzt geht, die meisten verstehen dann auch Hieroglyphen, ja, wenn man so ein Blutwert kommt. Es gibt viele mögliche Szenarien, wo die Ärzte einem irgendwas unterjubeln wollen. Aber im Grunde gibt es einen bestimmten Ablauf. Ja, es gibt bestimmte Überprüfungen, die, wie gesagt, jeder machen muss. Und dann spielt es auch nicht wirklich eine Rolle, ob der Arzt gut oder schlecht ist. Natürlich ist es besser, dass man immer zum guten Arzt geht, aber diese Überprüfungen sollten immer gemacht werden, weil dann habt ihr handfest Status praktisch von eurer eigenen Gesundheit. Es geht um euch. Und so, jetzt habe ich mal einen Vergleich für euch. Und zwar habe ich mal
so ausgerechnet ungefähr, wie viel jemand bezahlt, gesetzlich, also mindestens pro Monat für eine Krankenversicherung, wie viel der also bezahlen muss, verpflichtet ist zu bezahlen pro Monat, beziehungsweise das hier dann pro Jahr. Nagelt mich jetzt nicht fest auf die Zahlen, es wird irgendwie plus minus sein. Und jetzt pass auf, im Vergleich dazu, wenn man das vernünftig macht, ist es kein riesiger Berg von Geld, den man da draufschmeißen muss, um wirklich dann vernünftige Überprüfung zu kriegen. Man zahlt ja einen Beitrag und das Motto ist, dass man sich eh schon viele Sachen von der Versicherung, von der Krankenkasse zurückholt, indem man zum Arzt geht. Da gibt man natürlich Tipps und Tricks, wie man manche Sachen umsonst rausholen kann. Aber das kann im Prinzip auch schon mal jeder machen. Einfach schauen, wie ist er versichert, was bietet die Krankenkasse, was kann ich so schon konkret machen. Ihr seht rechts die Liste an Sachen, an Überprüfungen, die ich empfehle, jedem zu machen. Und zwar MRT einmal im Jahr, professionelle Zahnreinigung, PZR, so, je nach Zahnproblem oder je nach Zahnkonstellation, so einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr sollte man sowas machen. Dann Ultraschall von Organen, von inneren Organen, von Schilddrüse zum Beispiel, auch von Darmtrakt, von Leber und Nieren. Sowas sollte man machen, einmal im Jahr, und Blutwerte nehmen, jetzt auch natürlich je nach Problemchen. Bei manchen Problemen muss man das quartalsweise machen, bei manchen Problemen muss man das sogar öfter machen, relativ selten, aber sowas kommt vor. Aber es wird sogar schon reichen, wenn man einmal in 6 Monaten oder einmal im Jahr das Ganze macht, eben um zu überprüfen, okay, wie ist der Status meiner Gesundheit, wo geht die Tendenz schon runter, wo kann man schon Probleme erkennen, dass man früh genug dagegen steuern kann. Jetzt seht ihr hier solche Überprüfungen, 480 Euro im Ausland, ungefähr habe ich jetzt so Durchschnittswerte genommen, beziehungsweise das, was ich persönlich dafür bezahle, ja, bei exzellenten Ärzten, und manche zahlen viel mehr einen Monatsbeitrag für die Krankenkasse als das, was ich jährlich, okay, professionelle Zahnreinigung würde man jetzt mal 3 mal 4 machen, aber plus minus so 500, 600 Euro ist schon für das ganze Jahr praktisch alles gecovert, was man überprüfen sollte. So, und das spielt auch, wie gesagt, keine Rolle, wie alt man ist, dick, dünn, welcher Beruf, wie viel Geld und so weiter. Das muss jeder machen, und ich denke, jeder hat 500, 600 Euro im Jahr, um eben ja, einfach mal zu schauen, wie so ein TÜV für den Körper zu machen. So, jetzt habe ich was Cooles gemacht, und zwar, ich bin zu meiner ja, Klinik gegangen, wo ich das selber persönlich mache, im Ausland, weil dort zurzeit preis-leistungstechnisch lohnt sich das sehr. Länder in Osteuropa, Südamerika, das heißt, es gibt einfach Länder, das Equipment ist gut, die Ärzte sind gut, wobei Equipment ist schon sehr, sehr wichtig, dass es alles modern ist, weil da kann man nämlich all diese Sachen erfassen und ja, dass der Preis vernünftig ist. In Deutschland kann man das auch machen, ist halt ein bisschen teurer, aber manchmal lohnt sich das, ein Flugticket zu kaufen, in ein Land zu fliegen, an einem Wochenende alles überprüfen, dort die Zeit genießen, wieder zurückzufliegen, Ergebnisse zu bekommen, ist meistens deutlich günstiger und auch schneller vor allem. Das ist natürlich, ne, Zeit ist Geld. Wir können nicht einfach ewig da diesen Tests hinterherlaufen. Deswegen, wie ich das persönlich mache, großen Checkup einmal im Jahr, an ein paar Tagen, dann wird man überprüft. Es dauert jetzt nicht den ganzen Tag, aber man muss halt da mal reinspazieren an 2, 3 Tagen. Dann wird mal Ultraschall gemacht, mal werden Blutwerte genommen, und dann hat sich die Sache schon. So, und was ich jetzt gemacht habe, ich bin, habe angefragt bei der Klinik, wo ich selber Blutwerte nehme, und habe gesagt, gib mir mal bitte die Preisliste für Blutwerte, wie viel die einzelnen Blutwerte kosten. Dann habe ich mal alles zusammen addiert, von und bis, was man überhaupt generell messen kann, einfach mal, um zu verbindlichen, wie teuer das Ganze dort ist. Ja, 2.350 Euro kam raus für über 1.000 Werte. Das war wirklich alles dabei, was man überhaupt messen kann. Natürlich unsinnig, sowas sollte man nicht machen. Sowas würde man praktisch auch gar nicht schaffen, so viel Blut zu zapfen für so viele Werte. Aber war einfach mal interessant zu sehen, wie teuer wäre das denn überhaupt, wenn man wirklich alles messen würde.
da ist jetzt bei zum Beispiel auch drin Meerschweinchenhaarallergie und irgendwelche sexual übertragbaren Krankheiten und alles, alle möglichen Viren. Wie gesagt, über 1000 individuelle Werte. Natürlich unnötig so zu testen, wie gesagt. Aber ja, nur damit ihr das mal wisst, 2350 Euro für rein theoretisch alle Werte ist immer noch wahrscheinlich weniger als manch einer wiedermals pro Monat für die Krankenkasse bezahlt. Ich sage nicht, dass die Krankenkasse schlecht ist, man muss nur mit der Krankenkasse gut umgehen können, sich die Leistung holen für das Geld, was man bezahlt. Natürlich, jeder muss versichert sein, ist auch richtig so. Allerdings lohnt sich das, wie ihr seht, mal dann Feintuning zu betreiben und nochmal darüber hinaus, es geht um die eigene Gesundheit, mal darüber hinaus Geld zu investieren, um mal wirklich sicherzustellen und eben prophylaktisch an die Sache ranzugehen und zu sehen, wenn da irgendwas im Anfangsstadium ist, dass man das schon praktisch, wie gesagt, eliminieren kann. So, eure Gesundheit an sich hat eigentlich einen virtuellen Geldwert. Das verstehen manche nicht. Bedeutet, wenn von euch die Haare ausfallen, ja, dann, wenn ihr eine Haar-OP von mir aus machen wollt, dann kostet das eine Summe an Geld, um das wieder zu fixen. Beziehungsweise jetzt wie zum Beispiel irgendwelche Organtransplantationen, ja, kostet sehr, sehr viel Geld. So eine Fettabsaugung, ich sage nicht, dass das gut ist, aber würde rein theoretisch zu über 10.000 Euro kosten. Wenn die Zähne komplett kaputt sind, so eine komplette Restauration, 50.000 plus minus, je nachdem, aber das sind jetzt so Durchschnittswerte. Das heißt, wie ihr seht, wenn ihr gesund seid, ja, dann ist da irgendwo im Hintergrund ein Wert, ja, ein monetärer Wert für eure Gesundheit. So, wenn jetzt irgendwas kaputt geht, dann müsst ihr halt bezahlen, um das wieder zu fixen. So, natürlich auch, wenn ihr nicht performen könnt bei der Arbeit, ihr seid Unternehmer, ihr müsst euch um eure Kunden kümmern, ihr müsst für eure Familie Geld verdienen und wenn ihr dann ja, nicht arbeiten könnt, dann verliert ihr auch natürlich Geld. Einmal so ein Szenario. Oder irgendwas ist mit eurer Gesundheit, ihr könnt wiedermals nicht performen oder ihr könnt nur so semi-performen, ihr könnt nur so 4 Stunden arbeiten, danach kommt Mittagstief, ihr müsst schlafen, ihr könnt euch nicht konzentrieren, aber euer Konkurrent, der eben auf 100% arbeitet, der auf 100% ist, der wird euch einfach überholen. Weil der kann vielleicht 10 Stunden machen oder 14 Stunden machen. Dann überholt er euch, weil der fit ist und ihr nicht. Und noch ein anderes Szenario. Gesundheit hat eine Expression, so nennt sich das, also ein Ausdruck. Wenn ihr gesund seid, solltet ihr gut aussehen. Gute Haut, starke Haare, ihr seht fit aus, gute Muskulatur. Das hat auch einen Wert irgendwo im Hintergrund, einen virtuellen Wert. Warum? Jetzt stell dir vor, ihr macht einen Sales Call oder ihr verkauft irgendwas und allein nur deswegen, weil ihr besser aussieht, könnt ihr besser verkaufen. Ihr macht dadurch Geld mit eurem Aussehen. Ist logisch, oder? Wenn jemand besser aussieht, hat er besseres Charisma, er sieht selbstbewusster aus. Es gibt interessante Studien dazu, wie jetzt als Beispiel, wenn Richter ihre Entscheidungen aussprechen, hat man herausgefunden, dass je besser eine Person aussieht, einfach attraktiver, charismatischer, desto tiefer ist die Strafe. Also, ja, schöne Menschen werden weniger bestraft, so könnte man das sagen. Ja, dazu gibt es interessante Studien, psychologische. So, jetzt gibt es natürlich verschiedene Fälle, wo das mit den Blutwerten extrem, extrem wichtig ist. Als Beispiel habe ich einen Kunden, der André, der hatte Krebs. Eine ziemlich aggressive Form. Und wir haben das natürlich parallel zur Therapie Blutwerte gemessen und dann wirklich zielgerecht geschaut, wo sind die Schwachstellen, was müssen wir jetzt als nächsten wichtigen Hebel machen, um eben die Gesundheit wieder sehr, sehr schnell aufzubauen und andere wieder stark zu machen. Das sind hier wahrscheinlich so um die 6 Monate plus minus 1 Monat. Ja, also zwischendurch musste noch eine OP gemacht werden. Aber im Grunde sind das 6 Monate. Und die Blutwerte belegen das halt. Deswegen die Blutwerte, das ist die letzte Instanz eigentlich, ja, wo einer sagen kann, ja, vegan ist gut, vegan ist schlecht, dies ist gut, dies ist schlecht. Man nimmt einfach Blutwerte, man schaut sich eben, wissenschaftlich geht man heran, man schaut sich eben die ganzen Parameter an und sieht, was ist die Reflexion von deinem Verhalten? Was sind die Auswirkungen im Körper von deinem Verhalten? Das ist wie die letzte Instanz. Wenn jemand Ahnung hat, dann sollte der gute Blutwerte vorweisen können. Wenn jemand was Schlechtes macht,
Dem Blut ist das egal, dem Körper ist das egal, ob der eine Doku geschaut hat oder nicht. Man sieht nur die Reflexion dann als Quittung praktisch. Und diese Quittung kann man nachlesen, indem man eben diese Überprüfung macht. So, dann noch ein paar andere Transformationen. Hier, Yannick, extrem starke Hautprobleme, da auch direkt Blutwerte gemacht, identifiziert, was überhaupt das Problem ist. Ja, und dann kann man das Problem auch sehr, sehr schnell lösen, indem man einfach die Baustelle behebt, die das Ganze blockiert, die zu solchen Entzündungen führt. Also wie ihr seht, das sind jetzt natürlich alle Spezialfälle, aber ohne Blutwerte wäre da gar nichts gegangen, weil man wäre im dunklen Wald, man wüsste gar nicht, warum das Ganze so aussieht. Und das sind jetzt 3 Monate ungefähr, 3-4 Monate. Und Yannick hatte Probleme mit seiner Haut, mit solchen Entzündungen jahrelang. Der geht zum Arzt, nimmt die Tablette, kein einziger Arzt. Ne, der fragt natürlich nicht, was machst du überhaupt, wie isst du, lass mal Blutwerte nehmen. Der kann sich auch vielleicht gar nicht zeitlich so intensiv um einen kümmern. Deswegen, selbst bei solchen Problemen, wie ihr seht, Blutwerte extrem wichtig. Ohne Blutwerte wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Sage ich euch ganz ehrlich. So, nächstes Problem, Chris aus Australien, Schilddrüsenprobleme. Ja. Versucht abzunehmen, aber die Schilddrüse blockiert den Stoffwechsel. Egal was man macht, egal wie fleißig man ist, da passiert nichts. Deswegen hier auch wieder Blutwerte genommen, Problem bei der Schilddrüse identifiziert, Tabletten abgesetzt und dann ist der Blockator weg, dann kann man erst richtig Progress machen. So. Ohne Blutwerte wäre sowas auch nicht möglich gewesen. Natürlich hätte man trotzdem Progress machen können, aber definitiv nicht so schnell und so effektiv. Das heißt, man spart hier wieder Zeit, wenn man eben Parameter vom Körper überprüft, weil man sieht dann, okay, hier ist die Maustelle XYZ, die muss jetzt behoben werden und dann geht es im Turbo-Modus voran. So, jetzt haben wir was Besonderes. Wer kennt von euch Nathanael Windpassinger? Einmal Hand hoch. Der hat schon mal was von Nathanael gehört. Ja, ja, Gruß an Nathanael geht raus. Nathanael, hier sieht man links mit Markus. Und das ist ein gutes Beispiel bezüglich so Aussehen und Sales Calls. Ja, ich habe jetzt extra Nathanaels Körpertransformation nicht gemacht, weil hier sind viele Ladies, wir wollen jetzt nicht zu stark erregen. Aber wie ihr seht, links Nathanael, Haare nicht so gut, Gesicht ein bisschen rund, viele Wassereinlagerungen. Ja, Millionen wurden schon gemacht, aber mit dem Körper war noch nicht alles so tipptopp, das sah man. Obwohl Nathanael sehr smart ist, sehr fleißig, einfach nur falsch akzentiert, einfach falsche Sachen gemacht. Nathanael auch, jetzt 2-3 Jahre bei mir und wie ihr seht, sein ganzes Gesicht hat sich komplett verändert. Kinn markanter, Haare besser, weniger Fett und Wasser im Gesicht, besserer Körper, bessere Energie. Und Nathanael auch mit Blutwerten. Ja, genau das, was ich empfehle. MRT, Ultraschall, Ernährung anpassen, Training und so weiter. Blutwerte selbstverständlich. All das haben nämlich zu so einer Transformation geführt. Jetzt stellt euch mal vor, Nathanael ist jetzt in IT, aber jetzt stellt euch mal vor, der ist jetzt ein Sales-Typ. Er verkauft jetzt irgendwas vor der Cam. Und wem würdet ihr denn mehr trauen oder wen würdet ihr attraktiver finden, links oder rechts? Ja, also rechts sieht man direkt, okay, da ist jemand diszipliniert, der ist fit, der ist bereit zu arbeiten. Das denkt man eventuell sogar unterbewusst. Ja, deswegen findet man Leute attraktiv, ja, weil sie eben eine bestimmte Ausstrahlung haben. Und hier seht ihr wirklich links und rechts, das sind wie 2 verschiedene Personen eigentlich. Ja, ohne Brille erkennt man den schon fast gar nicht mehr. So. Was ist jetzt meine konkrete Empfehlung für euch, was ihr mitnehmen könnt? Es gibt natürlich eine Rangliste, ja, worauf man vor allem fokussiert achten muss, das ist natürlich die Ernährung, das ist das Allerwichtigste. Noch nicht mal Sport ist so wichtig, ja, das ist jetzt vielleicht so ein Fotomoment, damit ihr das Ganze euch nochmal anschauen könnt. Blutwerte sind auch wichtig, weil ohne Blutwerte könnte man das mit viel Erfahrung trotzdem anpassen, aber muss nicht sein, weil wie gesagt, man spart Zeit. So Blutwerte kosten, man muss nicht diese Meerschweinchen-Tests machen, aber so 100 Euro reicht schon. Ja, 120, 80, 60 Euro und meistens mit ein paar Tipps und Tricks übernimmt das sogar die Krankenkasse. Ja,
Deswegen ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Und wie ihr seht, all diese Transformationen, die ich euch gezeigt habe, da wurden überall diese Überprüfungen gemacht. Ohne wäre es definitiv nicht so schnell gegangen. Es wäre möglich gewesen, aber nicht so schnell, weil man da sehr gezielt arbeiten kann. So, dann gibt es natürlich noch andere Therapien. Ja, Sauna, Massage, das ist alles super wichtig. Thermen, Akupunktur, es gibt noch viel mehr natürlich. Aber damit ihr so eine Rangliste habt, dass ihr nicht nur jetzt Sport und Ernährung machen könnt, sondern dass ihr auch mal eine Massage machen könnt oder dass ihr auch mal in die Sauna gehen könnt. Natürlich, jede Box hier, Sauna zum Beispiel, ich gehe schon mein ganzes Leben lang in die Sauna, das ist wie eine Wissenschaft für sich. Da gibt es so viele Nuancen, so viele Details, die man kennen muss. Da gibt es Meisterschaften. Das ist wie ein Universum für sich. Das heißt, jede Box hier, Akupunktur, Ultraschall, das ist eine Box für sich. Da kann man sich sehr, sehr vertiefen. Aber damit ihr sowas mal gesehen habt, so ein Diagramm, wo ihr mal in einem Blick seht, was sinnig ist. Als Beispiel, ja, heute ist ja FC Bayern München hier in der Stadt. Die spielen da Fußball. Habe auch ein paar Kunden in der Bundesliga, jetzt nicht bei FC Bayern, aber auf meiner Etage hängt da so ein Blatt für die Spieler, weil wir sind da im selben Hotel. Und dann steht da so einmal der Zeitplan, aber auch Massage, so und so ein Raum, Physio, so und so ein Raum, Teamarzt, so und so ein Raum. Das heißt, Profisportler müssen performen und die machen genau dasselbe. Ja, ich spiele auch in der Bundesliga und die machen genau dasselbe. Die machen Blutwertüberprüfung, die machen Ultraschall. Stell euch vor, ein Spieler wird zum anderen Verein getauscht. So, und ich bin jetzt der Manager von diesem Verein. Das Erste, was ich mache, ist überhaupt sicherstellen, dass er performen kann, dass er gesund ist. Ja, das heißt, das machen die Vereine so. Und die überprüfen natürlich ihre Spieler konstant. Und wenn man performen will, muss man so machen. Hier FC Bayern, ein gutes Beispiel. Ich habe zwar Kunden, aber ich kenne mich mit Fußball ehrlich gesagt überhaupt nicht so gut aus. Also einmal das. Es gibt verschiedene Methoden, um ja, seine Gesundheit praktisch zu feintunen, zu verbessern. Damit ihr das mal gesehen habt. Das heißt, es gibt nicht nur Sport und Ernährung und Blutwerte, sondern es gibt auch kleine Prozeduren wie Sauna, wie Lymphprozeduren, wie Thermen, wie Akupunktur und so weiter. Das hat alles sein Place to be, das ist alles relativ wichtig. So, was ist noch wichtig? Das heißt, wenn ihr solche Prozeduren macht, ja, hier wieder so wie FIFA, ne? Passt also zu FC Bayern. Wenn ihr solche Prozeduren macht, dann habt ihr auch mit Ärzten zu tun, mit denen ihr kommunizieren könnt, von denen ihr lernen könnt. Als Beispiel, ich habe absolut keine Zahnprobleme, toi, toi, toi. Aber ich habe so viel gelernt von den Zahnärzten, die ich kenne, bestimmt 5+ Stück, über Zähne, allein nur durch Kommunikation mit denen. Das ist jetzt nur ein kleiner Überblick. Ich kenne viel, viel mehr Ärzte. Das ist praktisch die, von denen ich spontan ein Foto finden konnte. Aber ihr müsst euch so ein Netzwerk aufbauen. Ja, das heißt, wenn was passiert, dass ihr hingehen könnt zu diesen Leuten, um jetzt zum Beispiel euer Herz zu untersuchen, damit ihr Anlaufstellen habt. Das ist wichtig, sich dann die guten Ärzte, wenn ihr solche Überprüfungen macht, zu markieren und immer wieder zu denen zu gehen, zu kommunizieren und bei denen am Start zu sein. Das heißt, ihr bildet euch da so ein Team für alle Fälle, vielleicht auch für eure Familie, zu denen ihr dann gehen könnt. So, bedeutet selbst, ja, ich kenne mich sehr gut mit Blutwerten aus, weil wie gesagt, das mache ich nonstop, jeden Tag für Kunden. Das heißt, selbst ich bin auch im Netzwerk von diesen Ärzten, die ich kenne und die Ärzte für sich und für ihre Familie schicken ihre Blutwerte, weil ich das nonstop jeden Tag mache. Der Zahnarzt, der wühlt im Mund rum, der hat nicht so viel Ahnung von den Blutwerten. Dementsprechend, so ein Netzwerk ist super wichtig aufzubauen von Experten, von Ärzten, um im Notfall oder eben zur Prävention hingehen zu können. So, die halbe Stunde ist schon fast vorbei. Aber was kann ich euch mitgeben? Wie gesagt, dass ihr verstehen müsst, dass eure Gesundheit irgendwo im Hintergrund einen virtuellen, monetären Wert hat. Ja, ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Eimer, der einen Riss hat und dieser Eimer ist mit Wasser gefüllt. Dieser Riss ist jetzt der Alterungsprozess und das Wasser fließt raus. Nonstop, wir werden alle älter. So, eure Aufgabe ist es immer wieder, diesen Eimer zu füllen und versuchen eben, diesen Riss im Eimer eben zuzumachen, damit da nicht so viel Wasser rausgeht. Dementsprechend, um das zu tun, müsst ihr erstmal wissen, was in eurem Körper abgeht. Und deswegen empfehle ich euch, diese Tests zu machen, egal wer ihr seid, Mann, Frau, dick, dünn, Millionär oder nicht.
sechsstellig, siebenstellig, 25-stellig spielt überhaupt keine Rolle. Deswegen perfekt, Punktlandung, 30 Minuten. Deswegen merkt euch das, eure Gesundheit, ein Wert im Hintergrund und macht diese präventiven Methoden, damit ihr eben, wie gesagt, prophylaktisch an das Ganze angehen könnt, weil, wie gesagt, merkt euch, Prophylaxe ist günstiger als die Therapie. Danke für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß heute Abend.